Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und heute werfen wir einen ersten Blick auf das Huawei MateBook X Pro. Das ist ein knapp 14 Zoll Notebook von Huawei, dem chinesischen Hersteller, der vor allem für seine Smartphones bekannt ist, läuft mit Windows 10 und wurde Anfang dieses Jahres im Zuge des Mobile World Congress 2018 vorgestellt. Es ist meiner Ansicht nach wohl eines der spannendsten Notebooks, die dieses Jahr eben angekündigt wurden, und heute packen wir das aus. Schauen uns das Gerät erstmal an, machen uns einen ersten Eindruck und schauen natürlich alles an, was als Zubehör bzw. im Lieferumfang enthalten ist. So, das ist einmal die Verpackung, die ist relativ schlicht und klein. Wir finden eigentlich keinerlei Informationen zu dem Gerät. Einzig und allein Energy Star, eben die verschiedenen Zertifizierungen, hier auch Thunderbolt und im Prinzip nur vorne aufgedruckt der Name des Geräts selbst. So, nachdem diese Lasche eben geöffnet ist, klappt man eben die Verpackung nach hinten und das Notebook hebt sich auch hier sehr edel aus der Verpackung raus. Also das ist einmal schon ein sehr schöner Eindruck. Hier ist eben das Gerät, aber wir schauen erstmal weiter in die Verpackung. Es handelt sich hierbei übrigens um ein Testgerät, das uns Huawei zur Verfügung gestellt hat, weswegen hier auch die verschiedenen Usernamen und Passwörter vermerkt sind. Jetzt wisst ihr Huaweis streng geheimes Passwort für Testgeräte. So, hier ist der Powerbrick, ein USB-C. Zu, ich schätze mal, USB-C-Ladegerät. Und auf der anderen Seite haben wir einen Dongle. Das ist praktisch. Und hier noch das vorher erwähnte USB-C zu USB-C-Kabel. Ein vergleichsweise kleiner Adapter, muss man auch sagen. Und was noch hier drinnen ist, das ist die Dokumentation zum Notebook. Einerseits die Garantiekarte und andererseits hier ein Quick-Start-Guide, den wir uns allerdings definitiv nicht durchlesen werden. So, weg damit. Und jetzt schauen wir uns gleich mal das Gerät näher an. In der Verpackung befindet sich sonst gar nichts. So, weg damit. Und jetzt auch schon zum Gerät. Also das Huawei MateBook X Pro gibt es in zwei Ausführungen, und zwar mit Intel Core i5 oder i7 Prozessor der 8. Generation. Standardmäßig gibt es die Nvidia GeForce 150 MX Grafik mit 2 GB Grafikspeicher dabei. 8 GB bzw. 16 GB an Arbeitsspeicher und 256 bzw. 512 GB an Festplattenspeicher. Schauen wir uns das Gerät erstmal äußerlich an, bevor ich es dann einschalte. Wir haben auf der rechten Seite einen einzigen USB 3.0 Typ A Anschluss und auf der linken Seite haben wir zwei USB Typ C Anschlüsse sowie einen 3,5 mm Klinkenstecker. Einer davon ist zum Laden und ein anderer unterstützt, soweit ich weiß, Thunderbolt und USB 3.1. So, auf der Rückseite ein paar Hinweise, also es ist hier eine Nvidia GeForce Grafikkarte drin, die ist eben standardmäßig dabei, und wenn man sich das Gerät so ansieht, würde man eigentlich sagen, das ist so eine Art MacBook-Konkurrent. Allein von der Tiefe ist es auf jeden Fall in diesem Bereich dabei. Es ist 1,33 Kilogramm schwer, beziehungsweise leicht, und hat eine Tiefe von 14,6 mm und das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Und hier drin, in diesem wirklich, wirklich leichten und dünnen 13,9 Zoll Notebook, steckt eine Nvidia-Grafikkarte. Also das ist meiner Ansicht nach schon mal wirklich beeindruckend. Und deswegen ist es auch meiner Ansicht nach wohl eines der spannendsten Geräte dieses Jahres. Wir haben hier so eine, ja, ich würde sagen Space Gray Optik, wenn ich das sagen darf. Und hier hinten auch sehr schön das Huawei-Logo in einem glänzenden Schwarz. Das sieht meiner Meinung nach auch wirklich cool aus. Also das ist einmal etwas anderes, hier ein Huawei-Logo auf einem Notebook zu sehen. Das ist meiner Ansicht nach schon mal etwas Besonderes. Die Verarbeitung ist gut, das Gerät fühlt sich sehr wertig an, ist sehr solide, wenn man das so anfasst. Also von der Verarbeitung kann man so vom ersten Eindruck dem Hersteller keine Kritik machen, aber jetzt kommt auch der große Test im Prinzip, und zwar das Aufklappen mit einer Hand, und das funktioniert schon mal ganz gut. Also das ist meiner Ansicht nach so ein kleines Kriterium, wo man bei Notebooks ein bisschen schauen kann, vor allem bei kleineren Geräten. Kann man das relativ leicht überprüfen, einfach das Gerät aufklappen, und wenn das mit einer Hand problemlos geht, dann hat sich der Hersteller zumindest hier ein paar Gedanken gemacht. Das ist einfach ein Punkt, den ich ganz gerne mal betone beim Notebook-Kauf. Was wir hier haben, ist die Intel Core i5-Variante, das heißt mit 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD. Und beim Display, das ist natürlich auch eine Besonderheit, falls man sich jetzt direkt einschalten lässt, perfekt, hat auch Akku. Beim Display gibt es auch eine sehr große Besonderheit, und zwar, dass es praktisch gesehen keinen Rahmen hat. Also, ihr seht es jetzt eh,
Also Huawei nennt das Display ein Full View Display, also die Technologie, die da verwendet wird. Es ist ein 13,9 Zoll Panel mit einem 3:2 Seitenverhältnis und einer Auflösung von 3000x2000 Pixeln. Somit ist es 0,4 Zoll größer als ein Surface Laptop, hat dieselbe Auflösung und auch erfreulicherweise dasselbe Seitenverhältnis, was ich für mobiles Arbeiten, besonders im Webbrowsing-Bereich, für Dokumente, für die Bearbeitung eben solcher Dokumente, aber auch natürlich für Fotobearbeitung, für Bildbearbeitung, als ein großartiges Seitenverhältnis ansehe. Und die Screen-to-Body-Ratio, also das heißt die Displaygröße im Verhältnis zur Gehäusegröße, ist 91%. Und das ist einmalig, das ist phänomenal, das ist absolut unerreicht, wenn man sich das so ansieht. Und selbst das iPhone X, also iPhone X, muss man ja sagen, schafft hier nur einen Wert von 82%. Und also da ist das Huawei MateBook X Pro absolute Spitze. Das hat man aber auch nur geschafft, indem man einen ziemlich großen Kompromiss eingehen musste. Und den findet ihr bei der Kamera. Wenn ihr ein bisschen beim Gerät herumschaut, werdet ihr sehen, dass es es hat eine Webcam, aber nicht eben im Display, sondern zwischen der F6 und der F7-Taste ist hier ein Knopf, den muss man eindrücken und dann klappt sich eben die Kamera auf. Und für Videokonferenzen ist das wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, denn die Leute schauen euch praktisch gesehen die Nase rauf, wenn ihr mit denen telefoniert. Und das ist leider etwas, worauf ich ziemlich gespannt bin, worauf ich auch sofort einen Blick werfen muss und möchte. Und deswegen schauen wir hier gleich mal rein. Und so sieht das dann aus, wenn ihr telefoniert mit dem Huawei MateBook X. Weiter geht's nicht, weiter nach oben. Ich muss also das Notebook ein bisschen weiter entfernen von mir. Und im Prinzip muss ich, also das ist natürlich auch unangenehm, die Leute sehen beim Tippen eure Finger. Also das ist ein ziemlich großer Kompromiss, aber wenn ihr jetzt selbst sehr wenig videotelefoniert, wenn ihr wenig in dem Bereich aktiv seid, wenn ihr keine täglichen Skype-Konferenzen habt und ehrlich gesagt nicht alle haben das, dann ist das MateBook X wahrscheinlich, also das MateBook X Pro wahrscheinlich dennoch durchaus interessant für euch. Aber der Kamerawinkel, das ist schon ein ziemlich großer Kompromiss meiner Ansicht nach. In einem ansonsten auf jeden Fall sehr spannenden Gerät, wenn man sich das so ansieht. Also wir haben hier oben die Lautsprecher, wir haben hier eine Top-Verarbeitung, die Tastatur. Hat einen sehr, sehr geringen Hub vergleichsweise, aber er reicht auf jeden Fall aus und die Verarbeitung fühlt sich auch ganz gut an. Also das wenige Tippen, was ich jetzt so bisher gemacht habe, das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Die Tasten sind alle gleichmäßig zu drücken und man merkt beim Huawei MateBook X Pro auch, dass sich der Hersteller wirklich um jedes Detail bemüht hat. Also tatsächlich, dass man hier auf ganz, ganz viele Details geachtet hat. Eben das 3:2 Seitenverhältnis, das absolut nicht alltäglich ist. Bisher ist Microsoft auch der einzige Hersteller, der das wirklich auch bei allen Geräten konsequent umsetzt. Und Huawei hat sich hier auch davon, muss man sagen, inspirieren lassen. Die Tastatur hat ein sehr angenehmes Feedback, sehr, sehr weich und auch sehr gleichmäßig, was natürlich auch wirklich gut zum Tippen ist. Das Touchpad reagiert gut und das Display ist wirklich hell. Ich werde das dann auch ein bisschen im Tageslicht dann testen, beziehungsweise auch am Nachmittag in der direkten Sonne. Da soll das Huawei nämlich auch einen sehr guten Eindruck machen, beziehungsweise sehr gut abschneiden. Und grundsätzlich muss ich sagen, der erste Eindruck vom MateBook X Pro ist absolut positiv. Also für das, dass es ein wirklich dünnes 13,9 Zoll Notebook ist, ist es erstens sehr kompakt. Also ich kann vielleicht hier ein Vergleichsgerät hernehmen. Und das ist hier das Chewy Surbook. Das hat ein 12,3 Zoll Display, also genauso wie das Surface Pro von Microsoft. Und wenn man hier das da so drüber legt, dann merkt man, das 13,9 Zoll Display des Huawei MateBook X Pro ist nicht wirklich größer. Und das ist auch meiner Ansicht nach wirklich beeindruckend. Also das ist etwas, wo sich andere Hersteller unbedingt eine Scheibe davon abschneiden sollten. Aber vielleicht doch bei manchen Geräten zumindest darauf achten sollen, vor allem bei den Businessmodellen, dass eben die Frontkamera ein besseres Placement hat. Es ist auf jeden Fall innovativ, die Idee dahinter ist interessant. Bloatware kann ich jetzt auch direkt mal sagen. Wir haben hier einen App Explorer, ich weiß nicht, ich denke, es gehört nicht zu Microsoft. Hier einen Huawei-Ordner mit PC-Manager. Und ansonsten, Huawei ist ja auch nicht allzu aktiv im PC-Bereich bisher. Man hat, glaube ich, insgesamt 4 Notebooks vorgestellt.
soweit ich mich erinnern kann, in der Geschichte des Unternehmens. Also mit Windows 10 jetzt, das ist nicht allzu viel und daher erwarte ich auch nicht, dass man allzu viel Bloatware da auch mitliefert, beziehungsweise auch zusätzliche Software. Diese PC-Manager-App ist allerdings in der Taskleiste zu finden und es passiert erstmal gar nichts, wenn ich da draufklicke. Es scheint irgendwas zu laden, okay. Da schauen wir uns mal, also Hardware-Check, Driver-Management, Telefon, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ihr könnt mit dieser PC-Manager-App wahrscheinlich euer Smartphone synchronisieren mit eurem Huawei MateBook X Pro. Und ich denke, das ist auch das Ziel irgendwie von Huawei, hier auch die Marke ein bisschen zu stärken unter Fans wahrscheinlich mit dem MateBook X Pro. Das Notebook macht bisher einen wirklich guten Eindruck. Es ist für die Größe, für die Hardware, die es hat, ein Intel Core i5 Quad-Core-Prozessor, eine Nvidia-Grafikkarte, mit der ihr, ich würde mal sagen, GTA 5 jetzt so zur Einschätzung auf niedrigen bis mittleren Einstellungen in Full HD spielen könnt. Flüssig auf jeden Fall. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist für so ein Gerät beeindruckend. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ist die Akkulaufzeit, wie verhält es sich im Alltag, und dazu müsst ihr eben auch den kompletten Testbericht auf windowsarea.de abwarten. Aber solange danke ich auf jeden Fall fürs Zusehen, sag tschüss und bis zum nächsten Mal.